Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Und ja, wir sind hier immer noch fett am Grillen. Oh ja, danke schön. So. Und ich denke, wir holen uns jetzt dann wirklich ein bisschen Knochenrüstung von denen. Und ja, ich weiß, dass es hier immer noch verdammt dunkel ist. Ich weiß aber nicht warum. Eigentlich müsste es hier schon wesentlich heller sein, aber gut. Lass mal das mal. Hilft nichts. Moment. Ach, eins kann ich ja direkt essen. Oh, ich kann auch. Ja, dann hänge ich die doch auch mal auf. Habe ich noch was? Ja, ich habe noch einen Kopf. Geil. Aber ich will nur das essen, weil das Menschenfleisch zu essen, das ist nicht so gut. Ist tatsächlich auch im echten Leben so, das ist nicht gut, wenn man Menschenfleisch isst, dann wird man krank. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ich habe gehört, das soll gut schmecken, aber ne, sollte man eher nicht, sollte man darauf verzichten. Menschenfleisch. Auch wenn es noch so gut schmeckt. Ich meine, wer von uns hat noch nicht Menschenfleisch probiert? Es ist schon eine Sünde wert. Fuck, was ist los mit mir? Nein! Arschloch. Boah, ich hab gedacht, da steht jemand. Das sah grad voll so aus. Okay, ja. Einfach so. Zack. Entfernen und tragen. Penner hat mich echt viel gekostet. Und die Bomben sind gar nicht so gut, habe ich den Eindruck. Noch 1, 2, 3, 4, 5 Geld, 1, 2, 3, 4, 5 und Uhren. Habe ich überhaupt so viele Uhren? Nein, habe ich nicht. Ist aber auch okay. So, passt. Ach, eine davon war sogar die klebrige Bombe und die hat auch nicht so viel gebracht. Ja, geil. Was für ein Scheiß. Ah, meine Freunde sind da. Ja, ich will jetzt ein bisschen Knochenrüstung farmen. Eigentlich wollte ich schlafen. Obwohl, das mit dem Farmen wird wohl nichts, ne? Ich meine, die töten mich immer. Halb. Au ja, ich bin schon froh, dass ich ihn auf die Entfernung getroffen habe. Nicht da rein. Bitte nicht da rein. Bitte nicht da rein. Bitte, sei brav. Ja, das ist halt das Problem, was ich habe, wenn die sich da unten hinstellen. Komme ich da nicht mehr ran und ich bin ein bisschen zu ungeduldig, um zu warten. So, ich denke, man kann jetzt... Verdammt, ich komme da nicht rüber. Ich komme hier hin, oder? Ja, ich komme hier hin. Genau, und jetzt ganz schnell einfach rein. So. Oder kommen hier jetzt überhaupt noch Leute? Ach nee, wisst ihr was? Wir gehen schlafen, weil die Bäume müssen nachwachsen. Und wir müssen bauen. Genau so machen wir das jetzt am besten. Ja, die Taschenlampe halt, die macht er nicht aus, oder? Ich glaube nicht. Ja, okay, für euch ist das wahrscheinlich eh besser. Für mich ist hier alles hell erleuchtet im Moment. Kann ich das essen? Oh, ich kann es essen. Zumindest im Moment noch. Ich will es halt heller haben, damit ihr es heller habt. Das ist der Grund. Da hinten werdet ihr wahrscheinlich gar nichts sehen. Aber ich auch nicht. Ich sehe da auch nicht so viel. Und was ich mit da hinten mit dem Haus machen werde, weiß ich noch gar nicht. Also mit dem Haus, was der gebaut hat. Keine Ahnung. Irgendwie werden es immer weniger Knochen. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber es werden halt wirklich immer weniger.
Ah, jetzt, okay. Trotzdem, ich bleib dabei. Oh, wie bist du denn hier reingekommen? Mein kleiner Freund, wie bist du denn hier reingekommen? Durch den Haupteingang? Das gehört sich aber für gar nicht. Das ist deine Strafe. Jeder muss getadelt werden. Jeder bekommt die Strafe, die er verdient. So, wie viele Zähne kann ich eigentlich aufsammeln und was mache ich mit den Zähnen? Das muss ich jetzt gleich mal gucken. Was mache ich mit den Zähnen? Was kann man damit machen? Sind das... Nein? Zähne? Zähne? Da. Kombinieren. Was kann ich mit denen machen? Schaden, Geschwindigkeit, Waffe. Ach so, ja. Wisst ihr was? Dann machen wir halt einfach die Geschwindigkeit von der Axt ein bisschen höher und die Schaden und sowas. Zahn und das andere Zeug. Wie heißt es gleich wieder? Braucht man dafür. So. Ja, das wird jetzt ein bisschen öfter passieren. Ach, der macht das jetzt selber so weit, wie es geht. Boah, krass. Okay. Mit lauter Zähnen voll. Alles klar, ja, mach mal weiter. Ach, geht gar nicht mehr. Okay, ja, dann passt's. Dann passt es. So, was kann man da noch verbessern? Ja, aber da steht doch, dass man Schaden und Dings noch verbessern kann. Schaden, Geschwindigkeit, Waffe. Okay. Geschwindigkeit, Waffe, Federn. Nein. Seien wir mal ehrlich, wir benutzen die Axt nicht. Ich habe das jetzt nur so zum Spaß gemacht einfach. Schade, dass man das mit dem Katana nicht machen kann, weil das benutze ich gerne. Das Katana mag ich sehr. Zack. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen schlafen. Ach, es wird sowieso schon Tag. Ja, okay, dann gehen wir jetzt noch nicht schlafen, aber wir können hier schon mal weiterbauen. Hier nicht. Und zwar brauchen wir hier ein Loch, damit ich Zugriff auf meinen Turm habe. Heute bauen wir einfach mal ein bisschen was, weil es mal wieder Zeit wird einfach. Das ist mir jetzt scheißegal, was ihr da macht. Ja, ganz so viel wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber ungefähr. Ja, das ist jetzt ein bisschen unpassend. Ein bisschen doof gelaufen. Eigene Wand. Aber gut, was soll man machen, ne? Nein, Quatsch, das wollte ich nicht. Grundlegende Wand wollte ich. Da kommen auch schon die ersten Besucher. Ich bin weg. Ich bin dann mal weg. Ja. Das ist hier jetzt alles nicht so gut verlaufen, ne? Aber wir wollten ja auch Knochenrüstung, ne? Genau. Man wollte die ganze Zeit, ne? 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 Ich muss jetzt einfach hoffen, dass wir... Die bringen mich auf jeden Fall um. Okay, zuerst speichern, weil die kommen hier irgendwann definitiv rein. Hey. Ja, das wird lustig.
Das wird sehr, sehr lustig, meine Freunde. Ach, Sekunde. Ihr wisst, was ich jetzt mache. Ganz genau. Oh ja. Wer will noch brennen? Macht Spaß? Mir schon. Einer weg. Was? Komm doch noch näher. Aha, hat schon gelernt. Aber noch nicht genug gelernt, was? So, wer mag noch? Du magst noch? Oh, der wäre hier jetzt fast reingekommen, Alter. Ich habe ihn doch in den Kopf geschossen, aber gut. Okay, bevor wir das alles jetzt hier einsammeln, müssen wir unbedingt die Mauer wieder reparieren, die ich ja versehentlich kaputt gemacht habe. Versehentlich in Anführungsstrichen. Ein bisschen Absicht war es ja doch. Ansonsten wird das hier nicht aufhören. Direkt wieder rein. Oder? Ja, direkt wieder rein. Das leckt ein bisschen hart. Hey, die ist blond. Ach nee, das sah nur so aus. Hey, Blondchen, das geht. Ach, verdammt. Ich wollte schießen, aber sie war schon weg. Hör auf, deine eigenen Kameraden zu essen, Mann. Das ist voll assi. Das sind meine Leute. Ich werde sie essen, ja? Ich hab sie gefangen. Ja. Scheiße, das ging daneben. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Voll in die Brustleiter und die lebt einfach weiter. Okay, da komme ich nicht raus. Ich glaube, die essen die ganze Zeit ihre eigenen Leute auch. Also sind es Kannibalen. Ja, die steht da einfach nur blöd rum. Und sind verschwunden wieder meine Pfeile. Endlich mal. Wieder wegwimmert. Ja, genau, lauf lieber. Ich höre noch nicht auf. Wir sind hier noch. Nicht? Okay. Leute, Leute, wir müssen jetzt ganz schnell unsere Mauer wieder reparieren. Wir sind sonst so tot. Wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. Dafür braucht man nur 10 Baumstämme oder so. Das wollte ich nicht. Natürlich nicht. Das ist echt schlecht. Und beeilen wir uns jetzt auch ein wenig, bevor es dunkel wird. Aber wir können das natürlich überleben, ist ja klar. Wir können das schaffen, Jungs und Mädels. Wir müssen hier nur schnell unsere Mauer wieder hinrichten. Es ist alles erledigt. Essen, trinken. Muss auch ab und zu sein. Nicht mich schlagen am besten. So. Genau. Na komm, schlag halt.
Boah, jetzt kriege ich aber auch langsam Hunger, ne? Immer wenn ich The Forest aufnehme, kriege ich oder habe ich Hunger. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich zu blöd bin zum Essen. Baumstamm. Da. So, das bisschen haben wir ja gleich wieder aufgebaut. Es dauert nicht lang und dann holen wir uns die Knochen von denen. Bambi, du weißt schon, dass ich mal wieder ein bisschen Fleisch von dir bräuchte, ne? So ein bisschen, nicht viel. Und wo noch? Da. Ja, ich glaube, diesmal haben wir sogar alle gesammelt. Schätze mal, ja. Ach, hier liegt noch was. Wahrscheinlich vom letzten Mal, wo ich hier war. Hier wäre auch eine gute Stelle zum Bauen gewesen. So. Jetzt schnell die Mauer reparieren. Ich habe halt nichts gesehen. Das war das Blöde. Ich hätte vielleicht irgendwo anders mich hinstellen müssen. Dann hätte es vielleicht besser gepasst. Müsste ich jetzt keine Baumstämme verschwenden. Aber gut, was soll's. Ich wollte ein Loch und ich hab ein Loch. Zwar nicht so ein großes, also so ein großes wollte ich nicht, aber... Jetzt, Junge, stell dich nicht so an. Passt. Gleich sind wir wieder sicher. Dann können wir mit dem nächsten größeren Bauprojekt anfangen. So, ist natürlich wie immer alles ein bisschen schief, ist ja klar. Ach nee, jetzt fangen wir erstmal mit dem Grillfest hier an, würde ich sagen, weil schaut euch das an, hier sind schon voll die Fliegen und Leichenberge. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und Knochenrüstung haben wir jetzt auch jede Menge bekommen, oder werden wir jetzt jede Menge bekommen. Das wird ziemlich geil. Dann planen wir mal die nächsten Bauvorhaben. Weil das, ja, wird auch noch sehr, sehr geil. Wird alles noch sehr, sehr geil. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn ich hier keine gute Baufläche habe, dann mache ich mir doch einfach selber eine. Und was ich damit meine, ja, das werdet ihr schon noch sehen, wenn es soweit ist, also... Weil ich will nicht irgendwelche großen Versprechungen machen, die dann doch nicht gemacht werden. Obwohl, das mache ich eigentlich schon die ganze Zeit, ne? Verdammt. Was ist das? Ach, eine Keule. Sollte aber ziemlich cool werden. Ich weiß noch nicht, wie groß das Ganze sein muss. Das werde ich jetzt dann schauen wahrscheinlich. Oder demnächst halt. Boah, Alter, wie viele sind denn hier? Die haben auch noch angefangen, sich gegenseitig zu essen. Ich habe gedacht, ich habe zuerst gedacht, wenn die sich da so hinknien, dann trauern die oder sowas. Aber nee, die fressen sich einfach gegenseitig auf. Das ist sehr zivilisiert. Ich weiß, wovon ich rede. Bin ja selber so ein zivilisierter Mensch. Ich leg die ja hier auf den Grill und so. Das macht man so in der Zivilisation darum. Haben die wahrscheinlich einiges von mir gelernt. Oh oh. Scheiße. Nein, mein Pfeil. Nein, bitte nicht hinsetzen. Du sollst das Feuer wieder anmachen. Ah ja. Und die Fliegen gleich mit verbrennen. Vielleicht geben die auch Knochenrüstung. Fliegenknochenrüstung. Oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ich weiß gerade selber nicht, was ich hier rede. Mhm. Jawohl. Ein paar Knochen gesammelt, schön. Gut. Kombinieren, entfernen, kombinieren, entfernen. Sehr gut. Und
Tragen. Ja, nice, Leute, nice. So allmählich. Bekommen wir wieder richtig Knochen. Das wollte ich auch. Wir haben jetzt auch wieder ordentlich Lappen gesammelt. Das ist auch sehr schön. Sind das nicht genug Lappen? Nein. Leider nicht genug Knochen. Hey, wir haben bald eine volle Knochenrüstung zusammen. Ja, geil. Dann dauert es nicht mehr. Ist zwar nicht die erste, die wir haben, aber hatten wir schon lange nicht mehr. Bitte, 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 bitte. Ja, recht für eine volle Knochenrüstung. Nice. Sehr schön. Ich habe nämlich gesehen, die sieht ziemlich cool aus. Nur leider sehen wir das halt nicht. Oh, habe ich viele Pfeile verschossen? 35, ja, Tatsache. Ich habe viele Pfeile verbraucht. Ich schaue mich zuerst mal um und suche noch welche. Vielleicht finde ich welche. Die habe ich vor allem hier verschossen. Und natürlich draußen im Wald. Wenn die draußen im Wald liegen, dann ist es eh zu spät. Ja, da kann man nichts machen. Oh, Fehler, Fehler, Fehler. Feder! Oh, und ein paar Stöckchen. Ups, verdammt. So. Ah, geht nicht mehr. Gut, wir haben auch keine Stöckchen mehr. Naja, ist ja egal. Jetzt habe ich mir noch gar nicht überlegt, wie ich das hier mache. Es ist natürlich schief, der Boden ist ja auch schief. Hi. Oh, ich sollte vielleicht mal was essen, ganz kurz. Ich esse immer so viel, damit ich mehr Ausdauer habe und so. Damit es sich ein bisschen erholt. So, ja, wir haben noch genug. Braucht man noch nicht auf die Jagd zu gehen. Ja, wie mache ich das denn? Der Stein hier, der stört natürlich so ein kleines bisschen, das ist klar. Kann ich den einfach mit so einem Boden quasi umgehen? Tisch. Boden, Boden, Boden. Wir brauchen. Und das SOS-Signal weiß ich immer noch nicht, was das macht. Ich würde so gerne wissen, was das macht. Aber ich habe echt keine Ahnung. Einfache Treppe. Ich könnte das natürlich auch mit einer einfachen Treppe umgehen. Also den Stein halt. Dann wäre das kein Problem mehr. Das wäre natürlich auch eine Option. Eigener Boden. Machen wir mal eigener Boden. Also ich glaube, das mit der Treppe lässt sich nicht vermeiden. Sollen wir dann überhaupt einen eigenen Boden machen? Oh, ja, okay, das war auch nicht ganz das, was ich wollte. Versuchen wir mal die Plattform vielleicht. Oh, okay, die Plattform ist ein bisschen zu groß. Plattform ist... Ach, fix. Plattform ist ein bisschen sehr viel zu groß. Ja, dann lass mal das einfach. Ich finde auch gerade den Boden nicht mehr, den ich suche. Lass mal das einfach, braucht man nicht unbedingt. Scheiß drauf. Wir machen jetzt einfach die Treppe. Oder machen wir... Sekunde, ich weiß ja nicht, wie groß das werden soll, stimmt. Dann brauchen wir erstmal grundlegende Wand. Um genau das herauszufinden. Scheiße, es geht nicht so, wie ich denke. Okay, dann müssen wir sowieso erst darauf. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall eine Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Wo ist meine Treppe? Am besten die eigene Treppe. Ich gehe mal
respawn. Genau, Fundament wollte ich eigentlich auch gucken. Vielleicht bringt es hier was beim Stein. Dass wir so den Stein quasi umgehen können. Aber nee, das bringt nichts. Ich bin halt auch nicht so gut hier im Bauen. Das sieht man ja. Fix! Leck mich doch am Arsch. Versuchen wir es mit eigener Boden. Okay, ich sehe halt gerade gar nichts vom eigenen Boden. Ich sehe den komplett gar nicht. Ah, jetzt. Okay, das geht nicht. Ja, dann hat sich das sowieso erledigt. Ist ungewöhnlich still heute da draußen, ne? Sonst klopfen die immer ziemlich penetrant an die Tür. Ich bräuchte halt eine eigene Treppe. Hatten wir doch letztes Mal auch gemacht, wenn ich mich nicht irre. Eigenes Dach. Eigene Treppe da. Ja gut, die muss jetzt nicht gerade sein. Ich meine, was ist hier schon gerade? Das sieht aus wie, als ob ich besoffen wäre, wahrscheinlich. Okay, aber das geht gar nicht. Das ist mir einfach zu schief. Das ist sogar für mich zu schief. Okay, dann machen wir es. Machen wir das. Wie machen wir das? Als ob ich besoffen wäre, wirklich. Ich muss ja nur irgendwie darauf kommen. Machen wir das einfach hier so. Okay, nein, das geht auch nicht. Hier geht's. Auch nicht. Verdammt, auch schief. Scheiße. Okay, dann ist egal. Dann ist egal. Komm. Ich bin besoffen. Ich wünschte, ich wär's, dann könnte ich das rechtfertigen. Aber ich muss ja nur irgendwie darauf kommen. Das ist so dumm. Es ist so dumm, wirklich. Ach so, ja, okay. Ich wollte nur gucken, was das macht. Das ist unglaublich dumm. Kann ich nicht irgendwie lieber hier? Hier einfach auf die Mauer? Das wäre. Dann hätte ich das Loch eh nicht machen müssen. Das würde tatsächlich gehen, weil ich will unbedingt, dass es gerade ist. Es soll jetzt kein noch ein Turm werden oder sowas. Sondern ein zweites Stockwerk will ich hier machen. Ach scheiße, das ist ja das SOS-Signal, ne? Was nichts bringt. Was mir eigentlich nur im Weg herumsteht. Scheiß SOS-Signal. Ja, dann wird doch sowieso der ganze Turm hier schief, ne? Ja, richtig, dann. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich hier anfangen. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich hier anfange. Ich meine, das hier ist schon fertig. Ich müsste es nur noch ein bisschen größer bauen. Ein bisschen weiter nach oben halt. Und dann wäre die Sache schon erledigt. Aber die Frage wäre dann, wie komme ich nach oben? Weil ich will noch weiter rauf. Aber das geht schon. Das geht schon. Das ist jetzt nicht so das Problem. Das kriegt man schon hin. Und ich sehe gerade, wir sind eh schon bei 30 Minuten. Ja. Dann haben wir diese Folge wieder nichts gemacht. Das ist doch super toll. Aber es trifft sich halt gerade gut, weil ich muss aufs Klo. Okay, dann hoffe ich hier wie immer halt, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat, auch wenn es hier gerade ein bisschen zäher vorangeht, also nicht so viel passiert. Aber ich finde, so ein paar ruhige Folgen sind auch mal ganz cool. Okay, was heißt hier ruhig? Die sind hier bei uns eingedrungen und haben uns belagert, also da ist doch schon ein bisschen was passiert. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann solltet ihr vielleicht auch bei der nächsten Folge wieder dabei sein.
wenn es heißt The Forest. Also, bis dahin, ciao.